Einen wunderschönen Mittwoch. Willkommen zurück zu einer neuen Runde Town of Salem Ranked. Und wir sind heute als Serial-Killer unterwegs, was mir schon mal nicht gefällt. Ja, das ist klar. Aber ich werde schon vor dem Beginn des Spiels geframed. Wie ihr gleich sehen werdet. Außer es hat noch jemand spontan den Namen geändert, aber das glaube ich nicht. Also ich glaube, das war nicht mehr möglich zeittechnisch. Von daher haben wir hier einen Frame gegen mich. Hier der Jester. Jetzt zieht es auch durch. Also es ist lustig. Ich finde es lustig. Gut, das Problem für uns ist natürlich, wir sind SK. Das heißt, wir haben Riesenprobleme. SK ist eine unglaublich schwere Rolle, weil du immer alleine da bist. Und gerade mit diesem Namen hier wird es natürlich problematisch für mich werden, irgendwas rauszufinden. Und mal gucken, was ich machen will. Wir haben Karl Marx. Der wird wahrscheinlich Target sein. Und deswegen auch protecten. Also ich würde Karl Marx protecten. Als TP oder als Transporter halt auch. Jetzt müssen wir mal schauen, was hier Schönes passiert. So, your right shoe is down. Wir dürfen nur nicht gecheckt worden sein. Oh, es gab nur unseren Kill. Es sei denn, die Mafia hat sich gesagt, wir gehen auf den rechten Schuh. Nein, nur ich habe getötet. Ich glaube, ich werde notfalls einen auf Executioner machen. Oder? Oberon wurde attackiert im Jail. Jetzt Corey, John Connor und Oberon wurden besucht. Sarah Wilds als Spy ist mir relativ egal. Ich muss sagen, muss ich zugeben, ich mag das. John Connor wird gewählt von John Lennon. Wir machen einfach mal mit. Warum nicht? Ja, es ist ja völlig egal, ob er besucht wurde. Ich werde den Sheriff-Claim durchziehen. Oberon werden wir natürlich dann nicht besucht haben, sondern wir werden auf Greninja gewesen sein. Ich glaube, dass der Move mit dem Executioner schlauer ist. Also wir wissen schon mal, es gibt einen Spy mit hoher Wahrscheinlichkeit. Weswegen die Wahrscheinlichkeit natürlich eines Investigators ein bisschen geringer ist. Es könnte aber ein Konzig sein. Und sobald es ein Konzig ist, wissen sie halt, wer ich bin und dann habe ich sowieso Probleme. Wir müssen mal gucken. Double Kill, John Lennon down und John Heffron. Ich bin eigentlich kein großer Fan von dem Executioner Claim als das Kale. In Classic funktioniert das gerne. Oh, hat gelogen. Naja, gern geschehen. Town, ein Tick zu früh. Eine Nacht später den Framer rausholen, wäre cool gewesen. Das ist jetzt richtig dumm. Wenn es nämlich richtig blöd läuft, sind zwei Mafias gestorben. Ja, es sind zwei Mafias gestorben. Neutral Evil is Witch. Das heißt, Greninja oder Gebers ist der Veteran.
Das ist eine gute Frage, warum er die Hexe sein soll. Er war gejailt. Also gibt es ja keinen Grund, eben Immunität irgendwie rauszuhauen. Gut, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich klein. Da muss ich ihm recht geben. Oh. Das war halt schon schlecht von Oberon. Zu sagen, es gibt keinen Veteran, wenn der Mafioso gerade am Veteran gestorben ist. Aber das könnte eine schnelle Runde sein. Okay, guys. It's suspicious. I know. Jetzt kommt ein But. I'm really witchy. Es kann sein. Let me shoot someone. Let me shoot someone. Wer wurde denn kontrolliert? Jemand meint, es gäbe eine Hexe. Gebas wurde kontrolliert. Wenn Gebas kontrolliert wurde und die Witch nicht daran gestorben ist, hieße das nach Adam Riese, dass der Veteran Greninja ist. Logischerweise. Damit machen wir das hier auch mal raus. Und machen da einfach ein Udon draus. Wir machen da ein Not Suspicious draus. Das ist cleverer. Er war wirklich Vigilante. Wow. Das ist natürlich extrem unschön. Das ist richtig unschön. Drei Random Towns sind bekannt. Das kann auch kein Disguiser sein. Weil die Mafia den Veteran besucht hat. Und den anderen. Eigentlich müssen wir den Spy loswerden. Er wird aber protected werden, weil er der einzig confirmed Townie ist. Keiner von denen wird zu dem Veteran gehen, ihn besuchen. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Wir werden hier angeblich Sarah Wilds protected haben. Der Jailer muss raus. Der Jailer ist eine Rolle, die mir nicht gefällt. Gebas raus. Das heißt, der Veteran und der Spy sind confirmed. Medium. Das ist kein großer Verlust. Jailer. Gut, der Jail war seltsam. Stabby McStabstab ist der Bodyguard. Kann also auf keinen Fall SK sein. Das wissen alle. Ja, das Greninja-Veteran ist klar. Oh, es sind zu viele Sheriff-Claims. Zu viele TI-Claims. Da werde ich sehr schnell sterben. Da werde ich zu schnell rausgehen. Also ich muss eigentlich hoffen, dass es wirklich eine Hexe ist, die mir hilft. Sarah Wilds geht gegen Udon. Ich werde natürlich eigentlich mit Udon wählen. Ich will aber nicht, dass er gewählt wird. Ich wollte nicht, dass er gewählt wird. Ich wollte nur mitvoten, um des Votes willen, damit ich für Sarah Wilds als Townie dastehe. Es könnte natürlich sein, dass Stabby McStabstab der Godfather ist. Er war nach 2 gejailt. Da gab es den Mafioso noch. Der ist nämlich nach 2 gestorben. Lauter Spies. Ist gut für mich. Die finden mich nicht.
Dead Will is wrong. Wieso Coven-Lieder? Okay, wir haben zwei Mafias. Wenn er wirklich Sheriff ist, ist natürlich der Spy-Claim wieder verdächtig. Giles Corey. Im allerbesten Fall wäre natürlich mein Alternativ-Account die Witch. So viel dazu. Ah, er hat den Mafioso-Untersuch gehabt. True. Da ist er drauf reingefallen. Drei Bösewichte gegen fünf Town. Im besten Fall sterben jetzt zwei Townies. Er ist Veteran, den will ich eigentlich noch nicht besuchen. Das gefällt mir gerade nicht. Ich will auch nicht Sarah Whites besuchen. Das möchte ich auf keinen Fall machen. Weil ich muss claimen können, dass ich Doktor bin und sie heile. Oh, Bodyguard raus. Jetzt haben wir hier ein 3 gegen 3. Die Town kann nicht mehr gewinnen. Veteran ist noch da. Also bin ich vielleicht ein Tick zu schnell. Der Kill von der Mafia an ihm war dumm. Das heißt, jetzt den Sheriff loswerden, dann die Mafia killen und dann den Veteran überlassen. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Oh. Das ist richtig dumm gelaufen für mich. Das ist richtig dumm gelaufen. Udon. Not suspicious. Night 4. Es wird halt nicht hinhauen. Ja, lass uns Link wählen. Da bin ich ehrlich gesagt dafür. Ich bin auch für Link. Greninja wählt Link. Also nehmen wir ihn mit. Er ist konzig. Wenn er das macht. Er spielt halt extrem wirklich, als würden wir zusammen zwei Accounts, also Multi-Accounting. Wir haben hier Veteran, wir haben hier den Spy. Das heißt, Link, Giles Corey oder er sind Mafia. Auf jeden Fall ist er Mafia. Normalerweise müsste Link konzig sein. Wenn er ihn killt, ich ihn kille. Ich muss Link loswerden. Dann ist der andere wirklich Gottvater und er macht halt, was er will. Wenn jetzt hier zwei Mafias stehen, habe ich ein Riesenproblem. Ich versuche was anderes. Ah, jetzt ist die Frage suspicious. Also im besten Fall wählt mich natürlich mein Freund hier nicht. In Anführungszeichen.
Ich musste den Consigliere töten. Ja, lass uns die 11 wählen. Natürlich musste ich ihn killen. Wenn ich ihn nicht töte, habt ihr die Votes. Dann seid ihr zu zweit. Und mit dem Veteran zusammen wählt ihr mich. Also ich habe keine Ahnung, was er wirklich will. Ich bin verwirrt, was der für einen Gedankengang hat. Ja, eben. Danke, Greninja. Dankeschön. Also er wollte echt Game Throne. Ich hoffe, dass der andere jetzt auch giltet. Weil dann kann ich jetzt Gilt's Cory killen und habe das 1 gegen 1 gegen den Veteran. Ich werde ihn auch reporten für Game Throwing. Wanted to game throw as Godfather. So, jetzt wird erstmal Gilt's Cory besucht. Und jetzt die Frage, wie viele Alerts hat der Veteran noch offen? Da werden wir gleich mal den Spy-Willen zu Rate ziehen in der Nacht. Und die ganzen anderen Willen, wer wann wen wie besucht hat. So. Nacht 1 kein Alert. Nacht 2 hat er alertet, da hat er den Mafioso gekriegt. Dann wurde er gejailt, was dumm war vom Jailer. Ganz ehrlich. Hier gibt es keine Nachrichten über ihn. Okay. Der Bodyguard. Was hat der denn Schönes gemacht? Okay. Er hat nichts in der Richtung gemacht. Der Jailer hat ihn nicht gejailt. Vigilante hat natürlich nicht geschossen. Der Doktor hat auch nichts gemacht. So, jetzt die Frage, wie viele Alerts hat Greninja noch übrig? Wir befinden uns in Tag 7, das heißt 6 Nächte sind um. Er hat mindestens einmal alertet. Hat er Nacht 1 ein Bait gemacht? Oh, noch ein Spy ist natürlich hilfreich. Attacked. Leider keine Information, ob sie ihn nochmal besucht haben. Ich werde direkt drauf geben. Ich versuche es gar nicht in die Länge zu ziehen. Ich mach's direkt. Rausziehen wäre dumm. Ich weiß nicht, wie viele Alerts noch hat. Also es kann sein, dass er die ersten 3 Nächte wirklich genutzt hat. Nach 2 auf jeden Fall. Es sieht schon relativ nach Wetbait aus. Also würde ich dem hier zutrauen, dass es wirklich Nacht 1 genutzt hat. Dadurch, dass die Mafia ihn nach 2 rausgefunden hat, durch den Kill am Mafioso, würde ich sagen,
würde ich sagen, er hat sogar wirklich die ersten drei Nächte benutzt. Wenn nicht, dann GG. Ja, okay, hat er nicht. Da habe ich Schwein gehabt. Als SK. Aber als SK braucht man halt auch Glück. I use caps. Ja, das macht er. Das ist die Wahrheit. Naja. Hat er echt gerade noch zu Sarah Wise gesagt, sie war proven spy, hat aber nichts gemacht? Das stimmt nicht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.